jump to the river, jump in. Baby, should I burn? I'm gonna win, yeah. Seit Freitagvormittag spielt wieder auf dem Wittmunder Schützenplatz die Musik. Unternehmen aus der Region präsentieren sich auf der 8. Gewerbeschau, organisiert von der ehrenamtlichen Interessengemeinschaft Pro Wittmund. 130 Firmen haben ihre Stände in der Halestadt aufgeschlagen. 70% von ihnen sind, wie wir sie liebevoll nennen, Wiederholungstäter und sind teilweise schon von der ersten Gewerbeschau an dabei oder halt eben schon sehr oft mit dabei gewesen. Das ist für uns immer ein sehr gutes Zeichen, dass es sich für die Aussteller auch lohnt, bei uns mitzumachen und sich darzustellen. Trotzdem an diesem Wochenende das Positive des lokalen Gewerbes im Mittelpunkt stehen soll, mahnte Wittmunds Bürgermeister Rolf Clausen auch an, die Veränderungen seit der ersten Fachausstellung auf dem Areal an der Auricher Straße vor 16 Jahren zu beherzigen. Natürlich spüren unsere heimischen Firmen, dass es außerhalb der Region auch gute Angebote gibt, gar keine Frage. Wer heute im Wettbewerb bestehen will, der muss mit Leistung, Preis und auch Service überzeugen können. Und ich weiß, dass unsere Unternehmen überzeugen können. Wir haben großartige Firmen und Unternehmen in unserer Region Ostfriesland, der Wesermarsch und auch dem Ammerland und dem Emsland, deren Ziel war und ist es, mit einer aktiven und gestaltenden Geschäfts- und Wirtschaftspolitik Potenziale zu aktivieren, um die regionalen Stärken zu fördern. Sie tun das in besonderem Maße. Die Pro-Wittmund-Mitglieder haben dafür gesorgt, dass insgesamt 15.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in diesem Jahr ausgebucht sind. Bis Sonntag spielt die Musik der Gewerbeschau bis 18 Uhr. Die Kassen öffnen morgens um 10 Uhr.